Willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Smaragd Hard Edition, habe ich fast den Namen vergessen. Wir waren ja zuletzt hier stehen geblieben vor Maxi, dem alten Stück Zement. Es hat sich eigentlich nicht viel verändert, alles immer noch bei dem Alten. Und dann schauen wir doch mal, ich habe ja hier letztes Mal aufgehört. Ah, es war wirklich gerade vor Max, dem Peniskopf. Na, was läuft, alter Mann? Graudon. Nothing could awaken you from your sleep. Okay. Nothing could awaken you from your sleep better than magma. This blue orb is what you sought, wasn't it? I've brought you the blue orb. Let it shine to awaken you and show me. And me, show me the full extent of your power. Nicht gut. Und es ist mad. Push. Groudon, what's wrong? Wasn't the blue orb the key? Groudon, where have you gone? Oh, so it was you. I've seen you poking around uninvited here and there. I get it now. You must have pulled that cheat done. Nein. Ich hab nichts gemacht. Ich war ein netter Kerl. Ich nehm nur noch einen Schluck. Du musst dringend zum Friseur, mein Freund. Ein Veilord. Ha, perfekt. Nein, Volt. Walte deines Amtes. Thunderbolt. Zacka, zacka. Aua. Im großen Wal ihn hereingezwiebelt. Ich dürfte ihn aber nicht töten. Das müsste er eigentlich überleben, der Wal. Genau. Amnesia. Egal, das bringt ihm jetzt auch nichts mehr. Na zwar, okay. 3 HP mehr. Zacka, zacka. Au, 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 au. Jo, egal. Bringt ihm wirklich nichts mehr. Gut, der große Wal ist kaputt. Tschüss, großer Wal. Schön viele Erfahrungspunkte. Tirin. Ah, das ist doch, helf mir schnell. Ah, Despotar, oder? Despotar. Nicht Despotar. Despotar, glaube ich, oder? Genau, Sandstorm. Ist ja egal. Wir setzen jetzt einfach. Aua, Leafblade ein. Leafblade! Zacker! 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 Ist ja ein Boden-Unlicht-Pokémon. Meine Fresse, machen wir wenig Schaden. Crunch. Aua, aua. Das macht ein bisschen mehr. Ich hol mal schnell. Giga Drain! Hör auf mit deinen Supertränken! Giga Drain! Au, 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 au! Ui. Hat nicht mal so viel gedrained. Holen wir schnell. Ich spule das jetzt einfach mal schnell, weil es hätte zu lange gedauert. Sehr schön. War nie wieder fast gestorben. Swoodoo! Swoodoo, Swoodoo, das war doch der Baum, oder? Der Baum? Was kann. Oh, kann ich den Baum denn. Doch Gestein, oder? Auch noch. Kein Gesteins-Pokémon. Wir müssten ja Eisattacken viel machen. Mogelbaum. Wieder Lappen. Sandstorm Rages. Ja, 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 ja. Machen wir Eispunch. Vielleicht bringt's was. Zack. Normalschaden. Double Edge. Aua. Yo. Übertreibt. Egal. Wir haben ihn getötet. Was will man mehr? Und er ist tot. Sehr schön. Maxi down. What makes you adept at handling Pokémon? Er ist mad auf mich. There has to be some reason why Groudon flee. That's what you're trying to say, aren't you? You think I didn't know that? If Groudon gone, there's no longer any need for this blasted volcano. I'm going after Groudon, so this is where we part. Okay. Wir sind nach Hause gegangen. Oh, hier ist ein Item. Komm ich denn da hin? Ah, so komme ich da hin. Obtained. Oh, too bad. Your bag is full. Aber Mama. Boah, ich muss niesen. Ich muss niesen, sorry. Oh. Wow. Das war schön. Entschuldigung.
Aber ist das halt. Ich werde mir auch noch übertrieben in der Aufnahme die Nase schneuzen. Das soll ich alle wissen, dass ich niesen musste. Ich glaube, ich komme noch mal hin. Und? So, der kleine blaue Elefant ist noch kurz vorbeigekommen. Jetzt wisst ihr auch, womit ich mein Geld verdiene. Als kleiner blauer Elefant. Was ist denn hier? Ich will aber nicht auf Pokémon treffen. Wir müssen ja schauen, wo das hinführt. Ob man hier noch was Item-mäßiges finden kann. Also hier nicht. Hier. Ah, dann kommt man dann hier raus. Und dann geht's ja dann auch hier zurück, oder? Genau, hier nach hier unten. Das Steine-Rätsel. Bei dem ich mich besser geschlagen habe als bei Kaizo Crystal. Das war ja dezent sehr peinlich. So, wir nehmen natürlich das Flug-Pokémon mit. Legen hier rüber. Spule ich mal schnell. Aufheilen können wir ja auch noch gleich gehen. Boah, Entschuldigung. Meine arme Nase. Was ist denn jetzt los? Ja, es ist ein bisschen die Pollen. Nein, nicht die Pollen, sondern die Pollen. Sind ein bisschen fies zu mir. Letzter Zeit. Ich glaube, jetzt können wir hier auch rein. So viel ich das im Kopf hatte. Weil die Walmer versperren ja immer noch den Eingang. Aber, ja, das ist mir nicht egal. Ich würde hier gerne reingehen. Doch nicht. Ah, müssen zuerst ins Museum. Oder dort, wo das Dings ist. Das U-Boot. Ich habe schon zu lange kein Smaragd mehr gespielt, dass ich das noch. Oh, welches war das nochmal? Graphitport. War doch hier, oder? Ich hole das mal schnell. Hier oben müssten jetzt die Presse sein, genau. Yes, indeed. We tend to move ahead of our exploration. That's wonderful, Captain Stern. Thank you for taking time from your busy schedule to talk to us. We hope we can interview again with news of more discoveries. Und das Fernsehteam, das einzige Fernsehteam in der hohen Region. Oh, Zilu, you're looking great. You made a huge discovery in our last CFO exploration. We found an underwater cavern and drew it along. I think it's habit of a Pokemon that said not have been long extended. Captain Stern, I presume. We of Team Aqua will assume control of your submarine. Your objections are meaningless. We accept your total cooperation. Just watch and learn what Team Aqua has planned. What was that about? It sounded like someone using a megaphone. Unter Wasser? Where did it come from? From the harbor, a submarine. Data, please come with me. Na du Furzkopf, was läuft? Oh, not you again. You are tenacious to track us there. That much I will give you. But now, no one can stop us. No one. Or will you follow us back to Hideout in Lilikov City? Danke fürs Aufklären. Sie springen ins Wasser und können dann in das U-Boot eintauchen. Das heißt doch Submarine Number One. Gibt es denn auch mehrere? So. Jetzt ist es getriggert. Jetzt können wir auch ins Versteck rein. Das habe ich natürlich. Das tut mir leid. Das hätte ich ja eigentlich wissen können. Aber die Dummen brauchen immer ein bisschen länger, bis sie das verstehen. Tja, man kann nicht alles haben. So. Der Dicke mit seinen Walmer verspielt mir ja immer noch den Weg. Spulen wir schnell. Danke. Rein hier. Das Schöne ist, hier kann man wenigstens nicht. Wollen wir mal mit ihnen kämpfen? Was läuft denn? Eieieiei. Suspicious Character spotted. Seit wann bin ich hier eine zwielichtige Person? Das habe ich gesucht. Dann einen Schluck nehmen. Was hat er denn Schönes? Den hätte ich auch nichts. Das muss wirklich 9 Volt machen. Thunderbolt. Zacka, zacka. Solange es nicht Erdbeben kann, ist das auch keine große Herausforderung, dieses Pokémon. Aua. Was war denn das? Dreschpflege? Seit wann kann so ein Pokémon Dreschpflege erlernen? Egal, es ist kaputt. Kann aus seiner Nase Rauch auch rauszünden. Grrr.
I lost. Das war sehr gut synchronisiert. Gib dir mir recht. Ja, du hast deinen Job gemacht. Das hast du recht. Das müssen wir dir lassen. Was, warum auch immer man ja hier unten kann und hier nichts ist. Schon lustig. Egal. Oh, jetzt kommt wieder mein Lieblings. So, wo sind wir denn hier schönes? Ich bin nach links hier laufen. Ja, die wird wahrscheinlich... Ja. Okay, komm, Shelly. Keep watching over the highlight, boss me, I'll take you on. Warum denn? Kann ja nichts dafür, dass dich dein Boss wohl nicht so schätzt, dass er dir die spannenden Aufgaben gibt. Was hat die Dame denn Schönes? Ein Girafarik. Aber wir sind leveltechnisch wieder so auf ihrem Niveau, sehe ich gerade. Das gefällt mir. Thunderbolt. Zacka, zacka. Aua. Girafarik ist ein böses Pokémon. Nicht nur wegen dem, sondern allgemein. Es kann böse Attacken, die böse Aua machen. Zacka, zacka. Glück macht 9-Volt sehr viel Schaden. Kann man so gut weghauen, ohne dass man sich groß anschämen muss. Prime Ape. Solange es nicht Steinhagel kann, ist es auch nicht wirklich eine Herausforderung. Ich bin einen großen, bösen Vogel. In Koffings. Wer rumfuchtelt da. Mal ein Drillpack ins Gesicht, so. Aua. Aber komm, den darfst du jetzt one-shotten. Sehr schön, Critical Hit. So will man das sehen. Und die Schweinenase ist down. Sehr schön. Kennt ihr noch das Spiel Frontschweine, jemand von euch? Das ist auch so ein lustiges Spiel, wenn man sogar beim Thema Schweine sind. Gottes Willen. Muss ich hier durch? Nee, ich könnte. Wollen wir das? Ach komm, wir machen es mal. Ja. Hat die mich gerade über ihre Uniform gefragt? Naja, du bist bauchfrei. Wenn du nicht gut aussiehst, dann ist das ein eher unvorteilhaftes Kleid, aber ja, das kann sich sehen lassen. Boah, schön meine Nase. Bisschen problemische. Aber ich bin nicht pollenallergisch, das ist lustig. Ich habe nur, das trocknet nur meine Nase übelst aus und fange dann an zu niesen. Skyamore. Dieser böse, böse Käfer, der uns bei Kaizo Crystal so auf die Nuss gegeben hat. Ich mich immer wieder frage, warum... Oh nein, das war ja nicht der. Ach, bin ich doof. Ja, die Dummen müssen aufgeben, da spule ich mal schnell. Macht der... Warum? Ach, bin ich blöd. Manchmal frage ich mich wirklich, ob ich überhaupt noch denken kann. Ach, ist ja klar. Skyamore... Ist aber nicht das gleiche. Scarabore ist ja. Ja. Das heißt ja Heracross im Englischen. Ach, stupid. Fuck. Manchmal frage ich mich wirklich, ob ich überhaupt denken kann. Okay, der ist auch mad auf mich. If you want to know the secret about our hideout, you have me to be. Okay. Das ist auch schnell erledigt. Ein Lakaien von dir haben wir ja schon weggezwiebelt. Ein Espion. Spannend. Den habe ich nicht. Außer Thunderbolt. Aber Psyana ist ja jetzt nicht wirklich der stärkste. Die stärkste Eevee Evolution. So, danke. Sorry, ich musste da mal spulen. Genau. Das finde ich fast unangenehmer. Umberion ist ein böses Pokémon. Ein sehr böses. Vor allem, wenn es dann noch diese Wurzelattacken erlernt, dann ist es noch unangenehmer, als es sonst schon ist. Ich empfehle euch wirklich eins. Toxin, Mondschein, Moonlight, genau, Mondschein, Toxin, Kung-Fu-Strahl und Psychokinese. Dieses Pokémon wird jeden Menschen zum Weinen bringen. Oder anstatt Kung-Fu-Strahl Säurepanzer und dann bringt die Leute zum Weinen. Weil es hat eh schon eine extrem hohe Verteidigung, dieses Pokémon. Und mit Säurepanzer tut sich ja die physische Verteidigung um das Zweifache erhöhen. Da fangen Leute an schon mal zu weinen. So. Our hideout secret? Well, just say there's a submarine at the end. Wow. Da wäre ich auch so drauf gekommen. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Okay, aber es hat geklingelt, ihr habt's gehört. Wir sehen uns im nächsten Part von Pokémon Smaragd Hard Edition und bis dahin sage ich Peace, ich bin draußen. Auf Wiedersehen.